Obwohl die nordamerikanischen Indianer im damaligen Amerika weit von den Praktiken der weißen, westlichen Welt lebten, gab es viele Rituale, die dieser Welt gleichkamen. Vor allem, wenn es um die Liebesbeziehungen von Frauen und Männern ging. Bestrafung für Ehebruch, Sex als wichtiges Werkzeug für die Zeugung von Nachwuchs und die Gastfreundschaft waren bekannte Traditionen unter ihnen. Doch dies hing stark von dem jeweiligen Stamm ab und manche Stämme lehnten viele Regeln ab. Heute erzählen wir Ihnen die unangenehmsten Fakten darüber, wie die Indianer Lust und Liebe in ihren Völkern behandelten. Aber damit wir die Motive solcher Taten verstehen, lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen, um die spannenden Facetten der indianischen Völker zu entdecken. Außerdem vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere großartige Geschichtsvideos zu sehen. Beziehungen zwischen Männern und Frauen bei den indianischen Völkern. Beziehungen zwischen Männern und Frauen waren in allen Gesellschaften der Welt ein spannendes Mysterium. Denn Regeln, Grenzen und Bräuche konnten sich von Land zu Land, von Volk zu Volk sehr unterscheiden. Das gleiche galt bei den Indianern auf dem nordamerikanischen Kontinent. In den weiten Ebenen Nordamerikas entfalteten sich die Glaubenssysteme der indianischen Stämme in einer faszinierenden Vielfalt. Unter diesen Völkern gab es keine einheitlichen Regeln für intime Beziehungen. Vielmehr prägten unterschiedliche Übersetzungen und Traditionen das Verständnis von Sex und Liebe. Demnach stellt sich die Frage, welche Stämme hatten welche Auffassung der lustvollen Liebe? Welche Regeln gab es und wie konnten sich die Männer und Frauen des Stammes ausleben? Die Apachen, ein stolzer Kriegerstamm, betrachteten die Zeit der Agave-Ernte als heilig. Während dieser Phase war jegliche intime Beziehung untersagt, da sie glaubten, dass dies die Qualität der Frucht beeinträchtigen würde. Nicht nur während der Ernte, sondern auch vor Schlachten praktizierten die Apachen oft Enthaltsamkeit, um ihre Stärke nicht zu mindern. Für sie war die Kontrolle über die eigenen Triebe eine spirituelle Pflicht, die sie sehr ernst nahmen. Im Kontrast dazu standen die Comanchen, die eine ganz andere Haltung zur Liebe und Sexualität hatten. Sie verbrachten viel Zeit in den Armen ihrer Liebsten und betrachteten intime Beziehungen nicht als etwas, das vermieden werden sollte, sondern als eine natürliche und positive Kraft in ihrem Leben. Die Mentalität der Comanchen stand im starken Gegensatz zu der der Apachen. Liebe und Lust wurde als Einheit gesehen. Die Vielfalt erstreckte sich jedoch nicht nur zwischen diesen beiden Stämmen, sondern zeigte sich in unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Sexualität bei vielen anderen indianischen Völkern. Einige sahen in lustvollen Trieben lediglich den Akt der Zeugung, während andere auch die körperliche Liebe und Befriedigung betonten. Die Vorstellungen darüber, was als moralisch und spirituell akzeptabel galt, variierten erheblich. Besonders faszinierend waren die Rituale des Mandan-Stammes. Während spezieller Zeremonien trugen die Frauen Kleidung aus Tierhaut und servierten Essen, bevor sie den Stammeshäuptlingen in den Wald folgten. Dort wurden sie Teil eines Rituals, das die männlichen Häuptlinge auf sexuelle Weise befriedigen sollte. Manchmal wurde von einer einzigen Frau erwartet, bis zu 10 verschiedenen Männer zu befriedigen. Ironischerweise lag der Fokus bei vielen älteren Häuptlingen nicht auf der physischen Befriedigung, sondern auf Gesang und Gebet für eine erfolgreiche Jagd. Dies hatte oft den Grund, dass die Älteren die eigene Lust nicht mehr so leben konnten, wie es einst einmal war. Wie der renommierte Historiker Arnold J. Toynbee sagte, die indianischen Stämme Nordamerikas bieten ein faszinierendes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Auffassungen von Liebe und Sexualität tief in den Geweben einer Gesellschaft verwurzelt sein können. Nicht alle Bräuche waren jedoch gleich. Das Küssen war bei der sexuellen Liebe zwischen Eheleuten oft verboten, da viele indianische Stämme glaubten, dass Intimität ohne den Austausch von Lippenberührungen die Gesundheit der Neugeborenen stärken würde. Für viele verheiratete Ehepaare wahrscheinlich kaum vorstellbar, da Küssen und Sex meistens in so einer Einheit herrscht wie das Essen mit Besteck. Für die indianischen Stämme dagegen war jede rituelle Handlung, insbesondere im Kontext der Liebe und Familiengründung, von großer Bedeutung. Der Verzicht auf das Küssen zwischen Ehepartnern wurde nicht nur als symbolischer Akt der Fürsorge für die Gesundheit der zukünftigen Generationen betrachtet, sondern auch als respektvolle Geste gegenüber den spirituellen Überzeugungen des Stammes. Die schlimmsten Verbrechen. Jeder von uns weiß, dass, wenn wir gegen das Gesetz verstoßen, wir mit Strafen rechnen müssen. Doch wie waren die Gesetze bei den indianischen Stämmen, vor allem wenn es um Misshandlung oder den Bruch von Ehe ging? Die Strafen für sexuelle Verbrechen unter den indianischen Stämmen waren so vielfältig wie ihre Kulturen selbst. Die schlimmste Tat, die einer Frau widerfahren konnte, war die Vergewaltigung und die Konsequenzen dafür waren furchterregend. Oftmals stand die Todesstrafe als Strafe im Raum, eine drastische Maßnahme, die die Schwere dieses Verbrechens unterstreicht und ein Zeichen für alle anderen setzen sollte.
Doch in einer eigenartigen Wendung konnten die Eltern und Verwandten der vergewaltigten Frau manchmal eine Art Geldstrafe akzeptieren, um den Fall zu schließen. Eine eher pragmatische Lösung, die den Täter mit mehr Barmherzigkeit davonkommen ließ. Der Stamm der Apachen hatte jedoch auch Strafen für andere Delikte. So konnte die Ablehnung einer Frau ihrem potenziellen Mann gegenüber in manchen Fällen zu einer entwürdigenden Strafe führen. Wenn junge Männer einen Heiratsantrag an eine Frau stellten und dieser abgelehnt wurde, griffen sie zu erzwungenen intimen Beziehungen als Strafe für die vermeintliche Zurückweisung. Nach dieser demütigenden Tat wurde oft eine Hochzeit arrangiert, wenn die Eltern der Frau dies vorschlugen. Eine ironische Wendung, wenn wir bedenken, dass die Frau ohne wirkliche Freiheit in dem Fall entweder das Ja-Wort geben oder verheiratet werden musste. Beim Zuni-Stamm wiederum überraschte die Herangehensweise an sexuelle Verbrechen. Die Opfer hatten die Möglichkeit, die Strafe für den Täter zu bestimmen. Ein drastischer Weg war die Todesstrafe, die ohne Zögern vollstreckt wurde, und der Schuldige im Stamm fand sein Ende. Doch in vielen Fällen verlangten die Opfer oder ihre Eltern nach einer Entschädigung in materieller Form, sei es in Münzen, Waffen, Pelzen oder anderen wertvollen Gütern. Wenn dies akzeptiert wurde, kam der Täter körperlich unversehrt davon, musste aber einiges einstecken, wenn es um die Anerkennung im Stamm ging. Der Ojibwe-Stamm hingegen praktizierte ein schockierendes Ritual, das unsere heutigen Vorstellung von Gerechtigkeit in Frage stellen würde. Der Schamane des Stammes lehrte junge Frauen, dass es gesund sei, vor Misshandlungen oder Vergewaltigungen Angst zu haben. Doch um diese Angst zu intensivieren, handelte der Schamane selbst als Täterfigur. Er warnte die Frauen vor der vermeintlichen Bedrohung eines grausamen Geistes der Lust und führte schließlich den Akt selbst an den jungen Frauen aus. Aber gab es hierfür etwa keine Strafen? Erstaunlicherweise wurde der Schamane für solche Handlungen nicht bestraft, denn die Annahme einer Besessenheit durch einen anderen Geist galt als bedeutender Grund, der von Strafe befreite. In den Augen des Stammes war der Schamane neben den Häuptlingen eine zentrale Figur, deren spirituelle Autorität über dem Verurteilen stand. Die körperliche Neigung. Das Anbieten des eigenen Körpers zur Befriedigung der Lust, dies dürfte uns als Prostitution bekannt sein, was laut vielen Menschen als ältester Beruf der Welt bezeichnet wird. Obwohl diese Neigung heutzutage als eher negativ betrachtet wird, hatte sie in den früheren Zeitaltern eine viel höhere Bedeutung. Wie sah es aber bei den Indianern aus? Indianerstämme hatten offiziell keine Prostitution in ihrem Stamm, aber es gab gewisse Traditionen, die nach dem heutigen Stand in diese Sparte eingeordnet werden konnten. Die Muskogee-Indianer, ein Stamm mit tiefen spirituellen Wurzeln, hielten an einer Überzeugung fest, dass selbst verheiratete Frauen das Recht hatten, ihren Körper nach eigenem Willen und dem Wunsch ihres Stammes einem Gast oder einem vorübergehenden Passanten anzubieten. Wie die Historikerin Natalie Simon Davis betonte, die Grauzonen bei den indianischen Völkern sind nicht nur kulturelle Nuancen, sondern auch Fenster in die komplexen Wege, auf denen Gemeinschaften Liebe, Lust und soziale Strukturen miteinander verweben. Diese einzigartige Tradition, die weit über den bloßen Austausch von körperlicher Nähe hinausging, spiegelte sich als tief verankertes Element im kulturellen Gewebe der Muskogee wider. Diese Praxis trug dazu bei, die Freiheit der Frauen in ihrer Selbstbestimmung zu betonen und auf der anderen Seite den Gästen im Stamm die bestmögliche Gastfreundschaft bieten zu können. In vielen Stämmen war es üblich, dass ein Gast das Privileg genoss, eine Frau des Stammes zur Befriedigung seiner Lust zu nehmen. Dies ging sogar so weit, dass Stammeshäuptlinge bewusst zu benachbarten Gemeinschaften reisten, in der Gewissheit, dass dort eine anziehende Frau auf sie wartete. Dies verdeutlichte nicht nur die offene Natur der zwischenstammlichen Beziehungen, sondern auch die akzeptierte Rolle von persönlichen Verlangen. Doch manche Stämme hatten sogar deutlich härtere Gesetze. Der Schale-Stamm hatte eine noch deutlichere definierte Form von sexuellen Beziehungen. Innerhalb dieses polygamen Stammes existierte eine spezielle Gruppe von Frauen, ob verheiratet oder unverheiratet, die von den Stammesältesten jederzeit aufgefordert werden konnten, mit anderen Männern zu schlafen. Diese Praxis verdeutlichte auch die Rolle der Gemeinschaftsältesten bei der Lenkung persönlicher Entscheidungen. Die Frauen dieses Stammes hatten somit nicht nur die Verpflichtung, sondern auch die Freiheit, ihren Körper nach eigenem Ermessen anderen Männern anzubieten. Der Papago-Stamm hingegen gestaltete die Intimität seiner Gemeinschaft auf ungewöhnliche Weise. Während Feiern und Zeremonien hatten bestimmte ausgewählte Frauen das Privileg, kurzfristige Beziehungen mit Männern einzugehen, ohne in eine Ehe gezwungen zu werden. Für viele Frauen wurde dies nicht nur als eine temporäre Abwechslung, sondern sogar als eine Art Karriere und Alternative zur traditionellen Hochzeit betrachtet. Dies ging aber oft in die Gründung von Familien über, wenn die Beziehung zur Schwangerschaft führte. Wenn nicht, wurden die Kinder von den anderen Stammesmitgliedern als ihre eigenen angenommen, was eine tiefe Wertschätzung für die Gemeinschaft und ihre Mitglieder offenbarte. Die Revanche fürs Fremdgehen. In menschlichen Beziehungen gab es schon immer das Wort, was bei vielen zu Angst und Gänsehaut führte: Fremdgehen.
Vor allem, wenn es um den Ehebruch ging, kamen oftmals verheerende Strafen. Bei den Indianern sah dies nicht anders aus. Trotz der recht freien Auslebung der sexuellen Lust und vieler Ausnahmen, wie das Anbieten des Körpers einem Gast gegenüber, obwohl die Frau verheiratet war, wurde bei den meisten Indianerstämmen der Ehebruch hart bestraft. Denn um verheiratet zu sein, musste der Mann dem Stamm oder den Eltern der Frau eine Vielzahl von Wertgegenständen geben. Somit wurde die Frau zu einer Art Besitz ihres Ehemannes und jegliche Art von Fremdgehen ihr oder ihm gegenüber wurde als verachtet angesehen. Die einzig bekannte Ausnahme gab es bei dem Hopi-Stamm, wo einem Mann erlaubt wurde, neben der eigentlichen Ehefrau eine private Frau zu haben. Heutzutage würde dies als eine Art Geliebte bezeichnet werden. Bei den anderen Stämmen dagegen mussten sowohl Frauen als auch Männer für Ehebruch gerade stehen und die Strafe in Kauf nehmen, die es für sie gab. Einige Frauen wurden fürs Fremdgehen aus dem Stammverband oder an einen anderen Stamm als Sklaven verkauft, wo ihr in vielen Fällen der Kopf rasiert wurde oder sie viele Schläge in Kauf nehmen musste. Eine der schlimmsten bekannten Strafen war aber das Festbinden der untreuen Frau an einen Baum im Wald, was dazu führte, dass sie zum leichten Opfer für wilde Tiere wie Wölfe wurde und die Überlebenschancen extrem niedrig waren. Wenn der Mann seine Frau mit einem anderen Mann direkt beim lustvollen Akt erwischte, hatte er sogar das Recht, beide zu töten, als Akt der Vergeltung. Bei dem Shoshonen-Stamm durften die Frauen, die vermuteten, dass ihr Mann von einer anderen Frau verführt wurde, die Rivalin mit Schlamm bewerfen. Dies sollte den anderen zeigen, wie schamvoll die andere Frau ist und sollte so ihr Ansehen im Stamm degradieren. Es gab sogar keine Strafe für eine Frau, die ihren Mann tötete, nachdem sie sah, wie er mit seiner heimlichen Geliebte die Ehe brach. Dies brachte aber eine verheerende Folge mit sich, denn Männer waren in den Stämmen die Versorger. Wenn also ein Mann getötet wurde, gab es demnach keinen Versorger für die Frau und sie und ihr Kind kamen zum Verhungern. Außerdem wollten andere Männer mit einer solchen Frau keine Beziehung mehr eingehen, da sie sie als zu großes Risiko ansahen. Danke fürs Zuschauen und abonnieren Sie unseren Channel, damit Sie keine neuen Videos aus der verrückten Geschichte verpassen.